Oberkulm im Wienental. Auch Glaströsch war von diesem Standort angetan. Man wollte expandieren und Oberkulm war daran interessiert, neue Industrie anzusiedeln. Der Bau wurde 1965 fertiggestellt. Produziert wurde damals das bekannte Kulmer Glas. Der Betrieb ist laufend den Marktanforderungen angepasst und entsprechend ausgebaut worden. Seit 1999 läuft ein umfangreiches Investitionsprogramm. Als erste Tochtergesellschaft von der Glaströsch AG mit Hauptsitz in Bützberg geniesst der Standort Oberkulm innerhalb der Gruppe einen sehr hohen Stellenwert. Die Glasplatten stammen aus Tröschs eigenen Glashütten aus Deutschland und Frankreich. Sie werden in Paketen von 21 Tonnen pro Fahrzeug mehrmals täglich mit einem Spezialfahrzeug angeliefert. Die Glasplatten haben ein internationales Format von 6 x 3,21 Meter. Die Einlagerung geschieht aufgrund der Glasdicke. Alle Kundenaufträge werden in täglichen Produktionsprogrammen zusammengefasst. Der erste Produktionsschritt ist der Glaszuschnitt. Aus diesen Produktionsprogrammen entstehen sogenannte Glasoptimationen, um aus den Glasplatten möglichst viel herauszuholen und möglichst wenig Abfall zu produzieren. Die Optimationsdaten werden in die Maschine eingelesen. Die Gläser werden geschnitten, das heißt mit einem Hartmetallschneiderad angeritzt. Auf dem Brechtisch werden nun die einzelnen Scheiben gebrochen und danach auf nummerierten Böcken und Wagen zwischengelagert. Vakuumsauger werden für den Glastransport eingesetzt. Die Glasreste werden in Containern zur Wiederverwendung an die Glashütte zurückgeliefert. Verbundsicherheitsglas, zwei Glas verbunden mit hochreißfester Folie, erfordert einen speziellen Zuschnitt. Es muss auf beiden Seiten geritzt werden. Die Folie muss für das Trennen erwärmt werden. Auf Kundenwunsch können durch Säumen der Glaskanten die Kanten entschärft werden. Die Kante wird deshalb mittels Schleifband wassergekühlt angeschliffen. Der eigentliche Isolierglasprozess beginnt mit dem Waschen der einzelnen Gläser. Das äußerst weiche Wasser wird in der eigenen Wasseraufbereitungsanlage hergestellt. Kalkrückstände auf dem Glas können so vermieden werden. Die gereinigten Gläser werden auf Verunreinigungen geprüft. Distanzhalterrahmen werden auf das Glas aufgesetzt. Diese Rahmen sind aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Die Breite des Rahmens ergibt die Distanz zwischen den einzelnen Gläsern des fertigen Isolierglaselementes. Das Hohlprofil wird auf die gewünschten Maße gebogen und mit Verbindern zusammengesteckt. Nach dem Biegen werden die Rahmen angebohrt und mit Trockenmittel abgefüllt. Restfeuchtigkeit wird durch dieses Molekularsieb durch die kleinen Löcher aus dem Glaszwischenraum in den Rahmen gesogen. Die Rahmen werden mit Butyl beschichtet. Es dient als Befestigungshilfe und Dichtung. Als Weiterentwicklung zur bestehenden Rahmengeneration werden in einem neuen Verfahren die bereits mit Trockenmittel vorgefüllten Spacer automatisch appliziert. Die wärmetechnischen Eigenschaften des Fensters werden dadurch deutlich verbessert. Der Pressvorgang. Die erste Scheibe wird eingeführt. Das zweite Glas folgt nach und das Sandwich wird mit Gas befüllt und zusammengepresst. Am Schluss werden Glas und Rahmen mit Polyurethan zu einer Einheit verklebt. Dieser Dichtstoff dient gleichzeitig als zweite Dichtung und muss auch mechanischen Belastungen standhalten. Die Isoliergläser werden entnommen und zur Auslieferung bereitgestellt. 1000 Stück Isolierglas pro Tag werden mit einer eigenen Fahrzeugflotte ausgeliefert. Wir beschäftigen zurzeit 65 meist langjährige, zuverlässige Mitarbeiter. Durch die können wir vom Grossobjekt bis zum Kleinauftrag, der handgefertigt ist, alles anbieten. Kleinauftrag heisst, dass man von Hang zum Beispiel eine Katzentüre macht und so kommt sogar die Katze zu ihrer Tür in die Wohnung. Eine kreisrunde Öffnung als Durchgang für das Büsi. Sie wird in Handarbeit hergestellt.
Man freut sich über das gelungene Werk.